Freut mich sehr, dass doch auch ein paar Leute sagen, Einführung auf Foodplan oder eben der Buildout, doch ein bisschen was Technischeres, aber es wird dann nicht zu technisch. Gesundheit. Kurz zu mir, ich bin der Harald, ich habe 2005 Informatik studiert und bin 2004 da beim Studium mit Plan in Berührung gekommen und seitdem hängen geblieben und arbeite bei der Webmeisterei als Plan-Entwickler. Und ich will euch heute das Build-Out-Template, das wir in der Firma verwenden, ein bisschen näher zeigen. Es geht nicht darum, dass ich sage, genau so muss es gemacht werden, sondern da sind sicher für den einen oder anderen interessante Ansätze oder Ideen dabei, die er auch bei sich selber dann mal verwenden kann. Die Zeitvorgaben heute sind recht streng. Ich weiß nicht, vielleicht darf ich 5 Minuten länger reden, weil wir 5 Minuten später angefangen haben. Ich habe die Zeit, bei den ganzen Sachen ins Detail zu gehen. Ich bitte euch, wenn eine dringende Verständnisfrage ist, dass ihr mir einfach gleich unterbrecht. Und sonst eben zum Schluss bei der Diskussion dann die Fragen stellen, dass wir dann drüber reden können. Wer da herin weiß, was Build-Out ist? So gut wie alle, gut. Und wer verwendet selber auch, wer hat damit zum Tun täglich? Alles klar, dann haben wir doch viel Potenzial für eine interessante Diskussion am Ende dann. Worum geht es bei dem Ganzen jetzt? Ich stelle ein Beispiel vor, man sieht da jetzt einen Screenshot, man sieht es glaube ich nicht sehr gut von der Verzeichnisstruktur. Also es geht einfach um ein paar Konfigurationsdateien und ein Verzeichnis mit ein bisschen Dokumentation rundherum, wo verschiedene Aspekte von einem Build-Out genauer zeigen. Das eine ist die Entwicklung und das andere der Einsatz am Produktivserver. Es geht um einige Tipps und Tools, die damit dabei sind oder in Verwendung sind, und es geht überhaupt nicht um eine totale Automatisierung. Die meisten haben sich irgendwas zurechtgelegt, wie sie einfach ein neues Projekt starten können. Und das für sie gut funktioniert. Es gibt das Collective Hostout, es ist ein Kurz-Topscale-Template, falls das irgendjemand was sagt. Es ist einfach nur eine Ideensammlung, aus der man Sachen, die für einen interessant sind, rausnehmen kann und bei sich selber verwenden. Okay, es gibt 2 Themenblöcke. Das obere ist eben der Einsatz, wenn man ein neues Projekt macht, wenn man ein neues Produkt entwickelt, und das andere ist der Einsatz am Produktivserver dann. Das erste Thema von der Entwicklung ist Software-Konfigurationsmanagement, SCM. Das Hauptproblem ist die Komplexität. Mit der steigenden Modularisierung von ZOP steigt auch die Komplexität. Wir haben ganz viele verschiedene Einzelmodule. Jetzt gibt es in zig verschiedene Versionen und da kann leicht einmal was schief gehen. Und der eine oder andere hat sicher schon mal so einen Version-Konflikt gehabt. Wer noch nicht? Niemand, okay. Es passiert recht schnell, man kann mal vergessen, das Minus N beim Build-Out wegzulassen oder was noch viel tückischer und ärgerlicher ist, wenn man ein Jahr später mit einem Projekt weitermacht, das jetzt ein Jahr brachgelegen ist, und man startet den Build-Out wieder mal und dann muss man erst mal schauen, wie kriege ich das Ding wieder zum Laufen. Das Problem ist einfach gelöst, man kann die Versionen pinnen. Pinnen steht, heißt auf Deutsch anheften oder ist eine Bedeutung. Und Plan löst es jetzt zum Beispiel so, ich weiß nicht, sieht man einen Mauszeiger? Nein. Die oberste Zeile, das kennt jeder von den Plan Releases. Es gibt einfach eine Liste für alle Pakete, die im Plan enthalten sind und in welcher Version. Für diese eine Plan-Version. Für Dritthersteller, das kennt jetzt vielleicht nicht mehr jeder, ist das GoodPy von Martin. Wenn ihr ein Paket macht, das viele andere auch verwenden sollen oder verwenden, kann ich da über den Service, das ist ein Google App Engine Projekt, definieren, welche anderen Pakete in welche Versionen gehören zu meinem Produkt in dieser Version. Eine zentrale Verwaltung habe ich dadurch. Und dann habe ich noch einige Pakete von mir selber entwickelt oder Bildgalerien, irgendwelche Tools, die im Build-Out verwende, die kann ich dann in dem Versionsslot selber auch noch genau die Versionen aufschreiben. Das ist, wie es funktioniert. Und jetzt vergisst man aber leicht einmal, irgendein Paket zu binden, und dass das nicht passiert, gibt es eine Build-Out-Erweiterung, die nennt sich Build-Out Dumped Picked Versions. Das hänge ich einfach als Erweiterung in Build-Out rein,
Wenn ich ein Build-Out laufen lasse, schreibt er mir am Schluss sauber her, von welchem Paket ich noch keine Versionsnummer spezifiziert habe, irgendwo in der Konfiguration. So kann ich nichts vergessen. Das ist eine sehr praktische Sache. Ein anderes praktisches Skript, das habe ich vor einem Jahr ungefähr kennengelernt, ist das Check Versions. Vorher haben wir über den Fall geredet, die kommen nach einem Jahr wieder dazu. Zum Glück, dass der Kunde bei dem Projekt Plone Update zum Beispiel machen lassen möchte, von 4 auf 4.1. Und dann schaue ich bei der Gelegenheit natürlich auch, sind die Bildgalerien, die ich da verwende, ist das Backup-Skript alles aktuell oder nicht. Und da kann ich einfach mit Bin-Check-Versions ausführen und hinten noch dran, da schreibt er nämlich alle Versionen auf, mache ich noch ein Grep, wo dabei steht, welche Version es früher war, das war's. Und dann kriege ich eine Liste für alle aktualisierbaren Pakete innerhalb von meinem Build-Out. Das ist eben, wie gesagt, wenn ich ein Upgrade mache, für das ganz nützlich. In produktiven Umgebungen ist Nachvollziehbarkeit ganz wichtig. Es geht dann darum, wenn ich eine Migration machen muss von einer Version auf die andere, sollte ich wirklich wissen, in welcher Version ist das Paket gerade im Build-Out in Verwendung. Dazu ist eigentlich eins unerlässlich. Wir haben bei uns die Policy, dass nichts auf einem Server für einen Kunden verwendet wird, das nicht ein Paket, eine offizielle Release ist, ein sogenanntes Egg. Also sowas wie das Recipe von Infra, das für Subversion, wo praktisch aus dem Versionsverwaltungssystem irgendein Codestand oder eine gewisse Revision einfach in mein Build-Out reinbringt, als wäre es ein Egg-Release, das hat am Produktivserver nichts verloren. So was ist praktisch für die lokale Entwicklung, aber im Einsatz, im Produktivsystem zählen nur richtige Releases. Und jetzt sagt der eine oder andere, ich meine, das ist ja ein Haufen Arbeit, Release machen jedes Mal. Ich muss Version anpassen im History-File und im Setup-UI. Dann checke ich das Ganze ein, dann mache ich einen Tag im SVN, dann mache ich die Binary oder die Source Distribution und dann lade ich es noch hoch auf PyPy oder meinen eigenen Server, kommen noch kurz dazu, oder auf plone.org. Aber zum Glück sind die Python-Entwickler alles faule Leute und die haben alles automatisiert. Sich nicht wiederholen, don't repeat yourself. Die zwei Tools, der Yarn MK Release oder der Zest Releaser, die automatisieren das alles und die ganze Wurst von vorher ist nur noch eine Zeile. Release, welches Projekt, wohin und welches Paket. Ist noch eine kleine Konfiguration dahinter, die dann eben sagt, was ist jetzt Customer, wo kommt das hin, aber dann funktioniert alles automatisch, wenn es mal eingerichtet ist. Und dann ist man wirklich schnell mit neuen Releases und dann macht es richtig Spaß. Was man dann noch braucht, wenn man immer mit eigenen Releases arbeitet, ist ein eigener Server für die Pakete. In den meisten Fällen, weil das ein oder andere Produkt, das man entwickelt für einen Kunden, das will man nicht hochoffiziell auf dem offiziellen Python-Mirror haben, sondern eben irgendwo anders, wo man nur selber Zugriff drauf hat, möglicherweise noch Passwort gesichert. Das hat manchmal rechtliche Gründe, dass man irgendwas verwendet, was man eigentlich gar nicht dürfte, soll man nicht. Oder auch ganz banal, es ist irgendeine Version von einem Beta-Stadion für einen Testserver, wo man nicht will, dass das irgendwer anders dann auch runterladen und im Einsatz hat. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eines ist das Plone Software Center zum Verwenden. Da hat man totale Funktionalität mit Hochladen und Runterladen für die Eggs und der Passwort-Authentifizierung. Man kann sich aber einfach mit einem Webserver wie Apache oder Nginx Directory-Listing machen und dann dort die ganzen Eggs hochladen und über Findlinks im Build-Out einbinden. Mit Lovely Build-Out HTTP, das ist auch so eine Build-Out-Erweiterung wieder, die ermöglicht einem dann auch Passwort-authentifiziert die Dateien, also die Eggs einzubinden im Build-Out. Dazu gibt es hinten bei Links, ganz am Ende von der Präsentation, noch interessante, also der Vortrag, den der Clayton bei der Plone-Konferenz in Bristol gehalten hat, der hat sich da sehr, sehr detailliert damit beschäftigt, mit eigenen Mirrors und mit den Tools, mit Make-Release und so. Möchte auf das verweisen, da gehen wir jetzt nicht mehr genau im Detail drauf ein. Der zweite Themenschwerpunkt bei der lokalen Entwicklung jetzt ist die Teamarbeit, das Arbeiten im Team.
was ab einer gewissen Projektgröße unerlässlich ist. Also man kann nicht immer alles alleine stemmen. Und wenn man zusammenarbeitet, dann gibt es ein paar nützliche Tipps oder Helfer. Eins ist zum Beispiel das Collective Recipe Plone Site. Wer kennt das? Das ist eine ganz praktische Sache. Ich gebe im Buildout praktisch an, wie meine Plone-Seite heißen soll, wo die Plone-Instanz ist und mit welchem User darauf zugriffen wird. Und dann, wenn ich im Buildout laufen lasse, meldet er sich schon am ZOP-Server an, erzeugt eine Plone-Seite und installiert mir die Produkte, die ich will. Kann ich auch noch angeben. Gleich schon mit dazu. So spare ich mir auch die Dokumentation, wie diese Plone-Seite aufzusetzen ist. Und wenn ich mehrere Entwickler habe und so einem zum Beispiel sagt, du machst mir bitte das Skinning, also die Layout-Umsetzung dafür, lässt er den Buildout durchlaufen und kann sich dann schon, nachdem er es gestartet hat, auf der Instanz an der Plone-Seite anmelden. Dann haben wir für die Zusammenarbeit mit Freelancern VM-Sample-Data entwickelt. Da geht es hauptsächlich darum, dass man sich das lästige Hin- und Herkopieren von ZOP-Datenbanken oder von den ZOP-Exportdateien erspart. Also oft war es so, man hat ein Projekt gemacht, dann hat man die Grundmenüstruktur erzeugt und einen Artikel reingemacht mit Tabellen und Bildern, wie es halt alles, was für Formatierungsmöglichkeiten es geben soll. Dann hat man es irgendwem gegeben und gesagt, bitte mach, dass es so ausschaut wie in dem Photoshop-Screen. Und der hat ja schon einmal einen halben Tag gebraucht, bis er die Beispieldaten drin gehabt hat. Mit dem Paket definiert man einfach verschiedene Plugins. Der Freelancer kann dann auf Add Sample Data gehen, das ist einfach ein View auf der Plone-Seite, und kann die verschiedenen Sachen drücken, erzeugt sich Menüeinträge, Portlets, den Beispielartikel und hat dann alles gleich da. Und da ist noch ein ganz guter Tipp: Umlaute verwenden, wo es geht, lange Titel verwenden, lange Beschreibungstexte, damit man richtig sieht, was kann alles schiefgehen im Layout und auch bei der Programmierung, weil Umlaute sind immer ein bisschen Thema, wenn man nicht überall sauber sich an Unicode hält. Mr. Developer hat sich bei der Plone-Entwicklergemeinde als Standard durchgesetzt. Ist einfach eine Wiederbildout-Erweiterung, mit der ich, ähnlich wie vorher bei dem Subversion-Rezept, das wir gezeigt haben kurz, seine Pakete, die man unter Versionsverwaltung hat, im Buildout einbinden kann und darauf entwickeln. Geht auch der Clayton in seinem Talk genauer darauf ein. Für gutes Arbeitsklima immens wichtig sind Tests. Wenn man im Team arbeitet, am Abend noch schnell was eincheckt, ohne dass man es getestet hat, ob es überhaupt noch funktioniert. Der Kollege kommt am nächsten Tag früher in die Firma, der hat nicht so lange gearbeitet, macht ein Update, startet die ZOP-Instanz hoch und es geht nicht, da ärgert sich grün und blau. Deswegen, bevor man irgendwas ins S-File eincheckt oder sogar Release macht, vorher alle Tests durchlaufen lassen, dann ist man zumindest mal sicher, dass die ZOP-Instanz startet. Es hängt natürlich sehr davon ab, wie gut die Test-Coverage ist, die man selber in seinen Tests hat. Aber die grundlegenden Sachen, wenn die getestet werden, kann man sich Streit und Ärger ersparen. Nach der Entwicklung, der Verwendung von dem Buildout in der Entwicklung, gehen wir jetzt in den Produktivbereich über und fangen da mit der Performance an. Es gibt bei der Konferenz mindestens 3 Talks, die sich dem Thema widmen, in irgendeiner Art und Weise. Der Jens sitzt hier, der macht es über Hochverfügbarkeit. Heute um 16 Uhr, Viertel nach 4, der Alan in dem Raum beschäftigt sich nur mit dem. Also wie kann ich die Webserver, den Load Balancer, meine ZOP-Seiten, CEOs, wie kann ich es zusammenstöpseln, dass möglichst viel rausschaut an Performance. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wie es in unserem Buildout-Template läuft. Das kann natürlich jeder an seine Wünsche oder Bedürfnisse anpassen. Es kommt praktisch die Anfrage aus dem Internet an den ersten Webserver. Der macht mal das Logging für die Statistik und schickt das, zippt alles, was wieder rausgeht, und schickt es weiter an den Caching-Server, in dem Fall der Varnish. Der arbeitet eng mit der Plone-Seite zusammen über Plone-Up-Caching, von dem die Liz heute schon kurz erzählt hat. Cached also gewisse Resultate, berechnete Bildgrößen zum Beispiel, also Bilder, skalierte Bilder, dass die nicht immer wieder bei der Plone-Seite angefragt werden, der schickt es dann gleich schon wieder raus an den ersten Webserver und die Anfrage ist erledigt, bringt einen großen Performance-Bereich
Vorteil. Der gibt das Ganze weiter an einen Nginx, das ist jetzt historisch, würden viele sagen, brauche ich nicht da hinten drin. Der macht das Virtual Host Rewriting, nennt man das, also Umschreiben von der URL, damit Plone mit mehreren verschiedenen Domains klarkommt, und gibt das Ganze weiter an den Load Balancer, in dem Fall der HA-Proxy. Und der teilt jetzt die Anfragen auf zwischen die verschiedenen Plone-Instanzen oder ZOP-Server, die ich im Betrieb habe, die CEOs nennt man das dann, wenn man es verteilt macht. Der, wo weniger zu tun hat, kriegt dann die Anfrage, gibt es zurück und passt, und sie greifen eben auf eine gemeinsame Datenbank dann zu. Und mehr über so verschiedene Setups und so, wie gesagt, ist heute beim Alan dann im Talk. In dem Buildout im Dokumentationsverzeichnis und der Doc Caching sind viele Ideen oder Anregungen, wie man jetzt das Caching verstehen kann. Ich habe mich damals vor 4 Jahren mit dem Cache-Fu noch extrem rumgeärgert und geschaut, wie das zum Laufen bringen, dass man Inhalte aus dem Cache wieder rausbringt. Wenn jemand zum Beispiel beim Artikel ein Bild ändert, ist das alte Bild noch gekommen, muss man dem Cache irgendwie mitteilen, wenn man den Artikel bearbeitet hat, muss man das Bild ändern. Vom Debuggen her eben ist das Varnish-Log ein sehr feines Tool, bei dem ich dann zum Beispiel sehen kann, das ist jetzt ein Beispiel, wo ich einfach schaue, unter der URL/Themen, was kommen da für Anfragen an den Varnish und was macht er damit. Da sind einige so Beispiele drin, wie man das eben gut nachvollziehen kann, was da passiert. Wenn man das erste Mal einrichtet, ist das sehr nützlich, dass man mal versteht, was im Hintergrund passiert. Das ist jetzt kein wirklicher, also da geht es jetzt nicht mehr ums Thema Performance, das ist eher eine psychologische Sache. Die Guru Meditation, die kennen viele von euch, passiert, wenn der Varnish nicht rechtzeitige Antwort von dem Service, der dahinter liegt, kriegt, und er sagt einfach, ja, da ist gerade was falsch, bringe eine 503er Meldung. Und schreibt Guru Meditation drunter, weil es ganz lustig ist. Die Kunden wundern sich dann, was ist da los? Wir schalten da Erwartungsseite davor, dann sind die Leute beruhigt. Aha, System wird gewartet, das ist was Gutes. Auf eine psychologische Sache sind 5 Zeilen im Nginx und helfen ungemein weiter. Die Leute sind zufrieden, du hast nicht sofort den Anruf da. Man kann diese Erwartungsseite dann auch für geplante Maintenance praktisch verwenden. Also ich schalte den ZOP dahinter aus, dann kommt die Maintenance-Seite und dann startet die andere Debug-Instanz, die dann nicht dahinter hängt, und macht das Plone-Upgrade dort, schaut, bis alles okay, startet dann den ZOP-Server wieder und dann ist wieder alles wie vorher. Wer von euch verwendet eine eigene Domain für den CMS-Zugang und für die offizielle Seite andere? Okay, es ist nur eine Handvoll. Es wird immer mehr kommen jetzt, wenn die Leute mit Plone-Up-Theming auch arbeiten, dass man sagt, ich mache wirklich nur noch eine Ansicht für die Leute, die auf meine Seite gehen, und selber das CMS ändere nicht, da ist das Layout und das UI von Plone ja doch sehr fein und schon gut, wenn es sich komplett skaliert auf die volle Breite. Wenn man jetzt eine eigene Domain nochmal hat fürs CMS oder überhaupt seine Website unter verschiedene Domains verfügbar macht, aus welchem Grund auch immer, sollte man unbedingt dazu schreiben, dass nur eine Domain indiziert wird von Google, sonst wird alles abgewertet. Das ist also nur die Zeile, dass man einen Header setzt, wie die Meta-Robots, wie diesen Robots-Meta-Tag, der in HTML ist, kann man das auch im Request schon setzen und dann ist jeder Inhalt, der rausgeht, ob es ein Bild ist oder eine HTML-Seite, wird nicht von Google indiziert und auf der HTML-Seite wird er nicht weiter runter dann gesucht. Gut, jetzt gehen wir über zum Monitoring. Ein sehr primitives Monitoring, aber sehr, sehr wirksam ist das, wenn man sich Fehlermeldungen, die passieren am Server, als E-Mail schicken lässt. Wenn ein Fehler am Server passiert und es steht nur im Error-Log, schaut niemand rein. Wer würde schon jeden Montag in der Woche mal alle Server-Logs durchschauen für die 20 Instanzen oder 100, die man im Einsatz hat? Wenn aber Fehlermeldung auf der Seite passiert, das ärgert den Kunden oder den Benutzer von der Seite extrem. Und der muss 20 solche Fehler sehen, bis er die mal anruft. Aber er ist schon total verärgert.
Wenn jetzt du aber Fehlermeldung kriegst, für jeden, also eine E-Mail für jede Fehlermeldung, die passiert, dann bist du aufgefordert oder dein Entwickler. Und dann wird der Fehler schneller behoben und alle sind wieder zufrieden. Und bei uns, die Kunden, die fühlen sich auch sehr gut aufgehoben, wenn man mal anruft und sagt, hey, da ist heute um 13 Uhr ein Fehler passiert, wo du das Ding aufgerufen hast. Was ist denn da genau passiert? Den Fehler müssen wir beheben. Dann sehen sie, man kümmert sich um ihr Produkt und es ist nicht viel Arbeit und es ist eine Win-Win-Situation dann für beide. Nagios, das Murmeltier, das pfeift, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Wer hat Nagios im Einsatz für euch? Das sind viele, das ist gut. Wer kennt es nicht, muss man es erklären. Okay, ganz kurz, ist ein Service, der meine Sachen überwacht, zum Beispiel, ob die Website läuft oder wie voll die Festplatte schon ist. Ich kann da Schwellwerte definieren und wenn die überschritten waren, dann kriege ich eine Warnung oder eine kritische Meldung per E-Mail, SMS, es gibt iPhone und Android-Applikationen, dass man es immer dabei hat, dass es brummt, wenn es irgendwo ein Problem gibt. So muss ich nicht dauernd schauen, ob alles okay ist, sondern werde informiert, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Ja, wir verwenden das halt eben für die Festplattenüberwachung, ist genug Platz auf der Festplatte, wie ist die Systemauslastung generell und wir monitoren noch speziell ein paar Sachen für Zoop oder Plone Hosting. Das ist jetzt ein Beispiel, wo wir schauen, ob die Website an sich läuft. Also wenn ich wirklich eine Abfrage mache auf webmeisterei.com, ich nehme dann noch die interne IP-Adresse, um DNS-Probleme zu umgehen. Also wenn ein DNS-Server ein Problem hat, hat er nicht mein Server ein Problem, sondern das liegt irgendwo anders. Und ich gehe dann noch auf ein Unterverzeichnis, weil zum Beispiel die Startseite gecached ist. So stelle ich sicher, wenn ich auf eine Seite gehe, wo kein gecachedes Ergebnis ist, dass so die Verbindung zu der Datenbank und alles klappt. Und zusätzlich überprüfen wir dann aber auch die einzelnen Komponenten, die wir vorher gesehen haben, jeden einzelnen Webserver, den Caching-Server, den Load Balancer, damit, falls bei dem schon eine Fehlermeldung kommt, dass ich dann auch gleich sehe, wo hapert es. Aha, die Zoops laufen, der Load Balancer läuft, dann muss der Caching-Server was haben. Dann blinkt der rot und dann weiß ich schon, wo muss ich einschreiten, wo muss ich was machen. Der Moonin ist die perfekte Ergänzung zum Nagios. Wer hat den im Einsatz? Gut. Der Nagios, der pfeift also, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Und der Moonin, der zeichnet diese Werte kontinuierlich auf und ich habe eine schöne grafische Übersicht. Wieso ist das interessant? Vor allem deswegen, wenn jetzt Nagios meldet, die Festplatte ist voll, dann schaue ich als allererstes im Moonin nach, wie war der Anstieg? War die Festplatte halb leer und auf einmal ist sie voll, dann habe ich ein gröberes Problem und muss sofort schauen, was los ist. Vielleicht ist irgendeine Logdatei, die durchdreht und ich habe bald die komplette Festplatte voll und der Server steht. Wenn aber die Festplatte ganz langsam und stetig steigt und jetzt halt den Schwellwert erreicht hat, dann kann mir das jetzt mal die nächsten 4 Stunden egal sein. Dann muss ich nur schauen, dass ich mittelfristig mehr Speicher in den Server kriege oder mal aufräumen die Festplatte, ein paar alte Backups löschen und dann ist die Sache wieder gut. Ein paar Beispielgrafiken, das ist jetzt zum Beispiel die Größe von der Zoop-Datenbank. Aber Unterbrüche gibt es, da hat das Monitoring mal nicht funktioniert für ein paar Tage. Oder halt die Aufzeichnung. Aber der Sprung, kann sich den wer erklären, was da passiert ist? Jemand eine Idee? Die ganz kleinen Zucker, das sind die Datenbank-Packs. Die passieren jede Woche. Und der große war Migration auf Plone 4.1 oder 4, Blob Storage. Da ist einiges weggefallen. Das ist die Uptime vom Zoop. So kann man zum Beispiel, wenn der Kunde sagt, hey, wann ist denn der gestern neu gestartet worden? Ich habe da mal ein Problem gesehen oder was. Kann ich da nachvollziehen, wann der letzte Neustart war. Da haben wir zum Beispiel ganz am Anfang, waren noch 100 Tage Uptime fast. Und dann haben wir eingeführt, dass wir über Memon, das sehen wir später noch kurz, überwachen, wie viel Speicher braucht die Zoop-Instanz. Und wir sagen, hey, wenn du mehr wie 600 brauchst, starten wir die einfach neu. Und dann passiert das halt einmal in der Woche oder zweimal am Tag, je nachdem, wie stark das Ding im Einsatz ist. So kann man dem Kunden praktisch zusichern, du kriegst so und so viel Speicher. Und wenn er mehr braucht, wird das Ding die ganze Zeit neu gestartet. Dann hat man ein gutes Argument, dass man sagt, du brauchst jetzt mehr Speicher. Zahl auch mehr. E-Mail-Durchsatz ist manchmal interessant. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Da sieht man jetzt nichts Interessantes. Was man da aber gut mitkriegt, ist zum Beispiel dann, ob jemand die Webseite, ob irgendein Hacker die Webseite zum
E-Mail-Spammen verwendet. Also wenn da mal der Anstieg eklatant ist, dann weiß man, ich sollte mal schauen, stimmt die Sicherheit auf meiner Seite, dann wird es irgendwie missverwendet. Zum komplett auf die Einrichtung eingehen, die sehr interessant ist, fällt jetzt leider die Zeit, aber es gibt, wie beim Caching auch, Dokumentation fürs Monitoring, die erklärt, wie kann ich Zoop, CEO, Varnish, der H-Proxy alles einbinden, damit ich schöne Grafiken im Monitoring habe und die ganzen Parameter nachvollziehen kann. Als letzten Punkt vom Produktivbetrieb haben wir jetzt noch die Wartung. Backup, wichtige Sache. Wir bei uns haben einen LVMs, also wir tun einfach ein Backup vom ganzen Server machen, aber ab und zu verwenden wir so Backup-Strategien noch zusätzlich, wo wir die Zoop-Datenbank jeden Sonntag einmal vollpacken und dann täglich inkrementelle Backups machen und am nächsten Sonntag wieder voll. Und in der dritten Woche, wenn die dritte dann voll ist, dann hauen wir die erste wieder weg. Total einfach zum Realisieren. Mit dem Rezept Collective Recipe Backup. Eine Zeile, das Ding einbinden, sagen, wie viele Wochen ich mein Backup vorbehalten will, in dem Fall 2. Und die Sache ist erledigt. Alles, was ich noch machen muss, ist das zum richtigen Zeitpunkt ausführen. Also einen Cronjob, in dem Fall Sonntag um 4 in der Früh die Datenbank packen und dann jeden Tag um 22 Uhr machen wir Backup, ein inkrementelles. Und nach dem Packen, weil sich da die Struktur der Datenbank ändert, macht das Skript automatisch ein Full Backup. Die Leute schlagen die Hand über den Kopf zusammen und sagen, gestern um 14 Uhr haben wir alles gelöscht, irgendjemand von uns, und jetzt haben wir nichts mehr. Passiert oft in der Befüllungsphase. Also wenn ein Projekt gerade neu startet und es sind 10 Redakteure drauf, klopfen den ganzen Tag wie wild Inhalte rein und irgendwann rufen sie an und sagen, da hat irgendwer was gemacht und das ist nicht rückgängig machbar. Wenn wir ein Projekt anfangen, lassen wir eben das Backup-Skript laufen und zwar stündlich, weil dann kann man in solchen Fällen ganz einfach sagen, ich setze es auf den Stand von 13.59 Uhr zurück, dann nimmt er automatisch das Backup, das letzte, das aktuellste zu diesem Zeitpunkt und der Kunde ist hoffentlich wieder glücklich. Die Debug-Instanz, von der haben wir vorher geredet, bei der Migration, bei jedem Build-Out von uns ist einfach nochmal eine Instanz dabei, die nicht in diese ganze Kette von Nginx, Varnish etc. drin reingehängt ist, sondern die dann die einfach mal hochstartet mit Instance Debug Foreground, dann über einen SSH-Tunnel mir auf den Host verbindet und praktisch gesichert über SSH dann auf diesen Zoop-Server, der als Debug-Instanz läuft, zugreift. Da sind dann ein paar zusätzliche Produkte installiert, damit ich in Python-Scripts einfach mir dann reinhängen kann. Und so habe ich dann eine Konsole und kann Titel ändern, Attribute ändern. Für Singing and Dancing muss man ab und zu so fixen. Ist der Daniel da? Absichtlich draußen blieben, gut. Ist für solche Sachen eben gut oder Wartungsarbeiten an der Plan-Seite hinten dran sind. Kommen wir schon zum letzten, ich habe ja nur noch 5 Minuten, hat mir der Philipp gerade gezeigt. Der Supervisor, wer kennt den und hat im Einsatz und wer kennt es nicht, ist eine Software, mit der ich die ganzen Prozesse, die ich da habe, verwalten kann. Wir haben vorher gesehen, da haben wir Nginx oder sogar 2, ein Varnish, ein H-Proxy, 2 Zoop-Instanzen, ein CEO-Server und ein anderes Zeug rundherum. Die kann ich alle mit dem Supervisor verwalten. Ich sage praktisch Supervisor Start und dann sind alle meine Prozesse automatisch in der richtigen Reihenfolge hochgefahren. Ich kann einzelne Zoop-Instanzen starten oder stoppen über dieses Command-Line-Interface oder das ganze Ding runterfahren, alle zusammen. Und der hat noch ein nützliches Plugin und das ist der Memon. Da muss man die Plugins, Superlines heißen die, mit dazu angeben bei dem Rezept. Und dann kann man das, was wir vorher gemacht haben, machen. Die Zoop-Instanz zum Beispiel auf 600 Megabyte Speicher limitieren, dass sie dann automatisch neu gestartet wird, wenn sie zu viel Speicher verbraucht. Ja, war es das? Zeitlich war es, aber zum Reden gäbe es noch viel mehr. Es ist vieles dann online erreichbar auf dem, also bei uns im S4N-Repository, bei diesem Beispielbilder, da gibt es das Dokumentationsverzeichnis, wo sich durchlesen mal lohnt. Fotografiert jetzt niemand den QR-Code, ich habe das extra gemacht. Einer bitte, den Gefallen müssen wir schon machen.
Ja, sonst, wie gesagt, bei Fragen bin ich gerne erreichbar am nächsten Slide, aber jetzt muss erst mal irgendwer ein Foto machen. Sind dann jetzt nur die Kontaktdaten im IRC und auf Twitter. Und ja, bin gespannt, ob es Fragen gibt und freue mich schon drauf. Danke. Herzlichen Dank, Harald. Aufgrund, Patrick ist eigentlich für die Moderation von dem Ding hier verantwortlich, deshalb hat es nicht funktioniert, deshalb bist du auch nicht anmoderiert worden, sorry. Ich habe auch kein Raummikro, dafür sind die beiden Jungs oben verantwortlich. Aber es kann nicht alles funktionieren. Fragen bitte. Ist eine gute Frage. Also die Frage war, wenn ich Block Storage auch verwende, was muss ich dazu tun, dass ich einen konsistenten Zustand habe? Und die Antwort ist, das Collective Recipe Backup versucht das Bestmöglichste da zu machen, aber korrigiert mir wer, falls ich jetzt was Falsches sage, ich weiß es nicht hundertprozentig, es macht erst die Datenbank und dann die Blob Storage, weil wenn was dazukommt, dann hast du die Datei da noch mit dabei und wenn eine wegkommt, ist nicht schlimm, dann liegt sie sinnlos drin rum. Also er macht erst praktisch das normale normales Backup von der Datenbank mit dem Repozo, mit dem Tool und dann danach über Rsync, wenn es verfügbar ist auf dem System, von der Blob Storage. Doch, über Async schon. Ja. Also wenn du auf dem System bist, wo Async unterstützt wird, macht es. Und es ist ja sehr gut beschrieben in dem, also wenn man auf die Seite geht, auf dem Python Package Index für dem Backup-Rezept, ist es genau beschrieben, was für Parameter man machen kann. Da gibt es auch wieder so einen Keep-Parameter, den sollten wir sinnvollerweise gleich halten wie mit der Datenbank, dass man 2 Wochen zum Beispiel zurückgeht. Kann man alles einstellen. Man kann nur verschiedene Blob-Verzeichnisse machen und da mehrere Datenbanken reingeben, dass man sagt, wenn man mehrere Datenbanken hat, weil man sie aus irgendeinem Grund aufgeteilt hat. Der Rest erschlagen. Ja, das kann vielleicht der Gerd mal am besten beantworten. Der ist bei uns zuständig, um das Ganze aufsetzen und maintainen. Es gibt also Erweiterungen, die die grafischen Aufzeichnungen auch mit dazu machen, aber es war relativ umständlich zum Konfigurieren und am Anfang hat es irgendwie nicht funktioniert. Also das war wie draufgeschraubt. Worauf man beim Moonin. Das stimmt, das ist eine gute Sache. Bei dem Moonin-Plugin, um das zusammenzufassen, da habe ich natürlich viele verschiedene Rückgabewerte und da steht da mit dabei, was die Skala zum Beispiel bedeutet: sind das Tage, sind das Sekunden. So was ist beim Nagios standardmäßig, kommt da nicht so viel raus. Da kommt nämlich nur. Läuft es oder läuft es nicht? Ja, also Nagios hat ein sehr simples Protokoll, wo er eigentlich nur sagt, kritisch, Warnung oder okay. Und bei Mooning kann ich, wenn wir jetzt den Grafik anschauen, die vom Warnisch habe ich rausgenommen, weil es zu viel war, aber da habe ich einfach Cache Hits, Cache Misses und Pass, wo es ans Backend geht, viele verschiedene Werte, viele verschiedene Linien, das ist im Moonin, also im Nagios ging das nicht so detailliert.
Muni ist einfach spezialisiert dann auf die Ausgabe da. Ja? Okay, die Frage war, ob wir es schon mal gehabt haben bei einer großen Seite, dass jemand sagt, ich brauche eigentlich nur diesen Ordner und nicht die gesamte Seite. So Anfragen kommen, aber die sind schwer zu machen. Also was man machen kann, ist das Backup auf einer anderen zweiten ZOP-Instanz komplett zurücksetzen, dann diesen Ordner nehmen und mit ZOP-Export zum Beispiel exportieren und in den anderen wieder reinholen. Das ist eine Möglichkeit, aber sonst ist es eben schwierig, nur einen gewissen Teil von der Datenbank wieder herzustellen. Aber so ging's. Man braucht halt wieder einen zweiten Server, den man startet, extra hingeht und dann dort exportiert. Okay, die Frage war, wenn ich so einen ZEXP-Export mache, ob ich dann die Geschichte, die Versionshistorie verliere, geht es da jetzt um CMF Editions? Nicht die normale. Stimmt, ja. Da ist nur der ich glaube, dass da nur die aktuellste Version von dem Objekt dann mit dabei ist. Ja. Gut. Herzlichen Dank.